Internet explodieren die internationalen Verkäufe von Insekten und belaufen sich inzwischen auf etliche Millionen Dollar. Na gut, man sagt, dass das unbedeutende Tiere sind. Aber diese Tiere haben einen Preis zwischen 500 und 1000 Dollar pro Exemplar. Bei solchen Preisen bleibt der Handel ein lukratives Geschäft. Besonders in Asien, vor allem in Japan, wächst die Begeisterung für Käfer stetig. Als Glücksbringer, Maskottchen oder Teilnehmer eigens organisierter Wettkämpfe sind die Tiere sehr gefragt. Käfer, deren Kopfform an den Helm eines Samurais erinnert, erzielen die höchsten Preise. Im bolivianischen Regenwald rückt die Käfersaison näher und der friedliche und ungefährliche Satanskäfer ist eine ideale Beute. Wo sich die Gebirgsketten der Anden in die Täler des Amazonastales ausbreiten, erstreckt sich die Region der Yungas. Eine große Anzahl von Insekten, die den internationalen Handel versorgen, stammen von hier. Für seine Forschung fährt Fernando oft in diese subtropische Klimazone mit ihrer einzigartigen Vegetation. Auch der Satanskäfer wird in den Yungas immer seltener. Der Käfer bekam seinen Namen wegen seiner Hörner, die in der Paarungszeit dazu dienen, gegen andere Männchen zu kämpfen oder sich am Tag Verstecke unter der Erde zu graben. Obwohl er unter seinem Panzer Flügel besitzt, läuft er weite Strecken. Satanskäfer gehören zu den sogenannten Riesenkäfern und sind wesentlich größer als andere Käferarten. Einige wachsen auf über 10 cm. Fernando muss sich weit in die Berge begeben, um ein Exemplar zu finden und zu untersuchen. In diesen Tälern und Bergen haben die Bauern schon immer mit den Käfern zusammengelebt und sind so zu genauen Kennern geworden. Einer von ihnen ist Porfirio Mamani, den Fernando um Hilfe bei der Suche bitten will. Welche Käferarten kann man im Moment finden? Nur die normalen Käfer sind zu dieser Jahreszeit, Mitte Februar, zahlreich. Die Vögel fressen sie. Und der Satanskäfer? Er müsste sich eigentlich zeigen, aber im Moment haben wir keine gesehen. Aber es ist die richtige Jahreszeit. Wenn die normalen Käfer verschwunden sind, taucht nach und nach, nicht ganz plötzlich, der Satanskäfer auf. Porfirio zeigt Fernando den Fang der letzten Tage. Schöne Käfer, aber leider verbreiteter und leichter zu finden als Satanskäfer. Porfirio gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Käferjagd. Sucht jemand ein seltenes Exemplar, kommt er zu ihm. Wie weißt du, dass sie kommen? Durch das Geräusch, wenn er fliegt? Ja, man hört den Lärm wie von einem Hubschrauber. Sie kommen mit Kraft und... Endlich erscheint der Satanskäfer.
Trotz ihrer Erfahrung können sich Porfirio und Fernando wie Kinder über die Fremdartigkeit dieses Insekts begeistern. Ich verstehe, warum sie ihn in Japan als Maskottchen halten. Schau, wie er sich verteidigt. Der Durchgang ist geschlossen, du musst bezahlen. Der hier ist ein bisschen verrückt. Das ist ein Satanskäfermännchen. Er ist vollkommen schwarz. Man kennt seinen biologischen Kreislauf in der Natur nicht. Man weiß nicht, wovon er sich ernährt, bevor er ausgewachsen ist. Man muss noch viel forschen. Wenn wir ihn fangen, sehen wir zwar, woher er kommt. Aber wir wissen nicht, wo er seine Eier ablegt. Ein anderer Käfer taucht auf, der in Lateinamerika verbreiteter ist. Man kann ihn bis nach Mexiko finden. Das hier ist ein Herkuleskäfer. Er lebt weiter unten. Der Satanskäfer lebt oberhalb von 1000 Metern, der Herkules unterhalb. Unter Umständen kann er höher gehen oder tiefer. Das ist ein Männchen. Er hat nicht denselben Geruch wie ein Satanskäfer. Die Form des Horns ist anders. Er hat auch einen kleinen Bart unter dem Horn. Für diese Art bekommt man etwas, aber sein Preis ist niedrig, denn es gibt ihn häufiger als den Satanskäfer.